Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video auf unserem Kanal. Ja, und heute sprechen wir mal über das Thema Einschiffung. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja, und der erste Tipp, den wir für euch haben, ist, reist rechtzeitig zu eurer Kreuzfahrt an. Viele machen das ja so, dass sie sagen, naja gut, wenn ich jetzt von München mit dem ICE nach Hamburg fahre, bin ich so gegen 14 Uhr da, um 16 Uhr ist Einschiffung für mich. Das sollte schon so irgendwie passen. Das ist eben eine sehr, sehr enge Geschichte, gerade dann, wenn ihr mit Bahnverspätungen rechnen müsst, Zugausfällen oder aber auch, wenn ihr fliegt und ihr vielleicht damit rechnen müsst, dass ein Flugausfall oder eine Flugverspätung passiert. Von daher ist es eigentlich empfehlenswert, wenn das eure Urlaubsplanung zulässt, einen Tag vor der Kreuzfahrt schon zum Starthafen anzureisen. Ja, und wenn ihr dann abends im Hotel seid, da kommt ihr auch schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung und ihr werdet merken, der Start in eure Kreuzfahrt, der geht dann auch schon deutlich entspannter vonstatten, als wenn ihr am Einschiffungstag vom Flughafen erstmal zum Schiff müsst. Auch ein guter Tipp ist vielleicht, dass ihr im Vorfeld schon eure Transfers plant. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf die Kanaren fliegt und ihr vielleicht gerne einen Transfer zum Schiff hättet, organisiert das alles rechtzeitig vorher, damit ihr am Einschiffungstag bzw. in eurem Anreisetag einfach einen nahtlosen Transfer zum Schiff habt. Ja, und wer seine An- und Abreise über die Reederei bucht, der braucht sich darüber keine Gedanken zu machen. Dort habt ihr vorgegebene Flug- und Transferzeiten. Ja, und die Reederei ist dafür verantwortlich, dass ihr euer Schiff erreicht. Ja, und wenn ihr dann am Einschiffungstag unterwegs zum Schiff seid, dann achtet vor allem drauf, ob ihr ein sogenanntes Einschiffungszeitfenster habt. Seit der Corona-Pandemie gibt es das häufiger, dass Reedereien euch einen Zeitslot von normalerweise 60 Minuten zuweisen, wo es dann eben heißt, ihre Einschiffungszeit ist zum Beispiel von 11 bis 12 Uhr. Versucht euch da möglichst dran zu halten. Natürlich dürft ihr notfalls auch später noch an Bord, aber das ist extra von der Reederei so geplant, damit man möglichst wenig Passagiere auf einmal im Terminal hat, und das beschleunigt natürlich die ganzen Vorgänge und Prozesse und gibt euch so auch eine reibungslose Einschiffung. Also wichtig ist, haltet euch an euer Zeitfenster. Ja, und wenn ihr dann zum Terminal kommt, dann könnt ihr in der Regel vor dem Eingang zum Terminal bereits euer Gepäck abgeben, das heißt eure großen Koffer und so weiter. Vergesst nicht, eure Kabinenanhänger dran zu machen, dass die Crew auch weiß, wo die Koffer hin müssen. Und in der Regel ist es so, dass die Koffer deckweise bei Abgabestationen abgegeben werden. Das heißt, ihr habt dann in der Regel am Terminal eine Station für Deck 6, für Deck 7, für Deck 8. Da geht ihr einfach mit eurem Koffer hin und dann wird die Crew eure Koffer entgegennehmen und ihr braucht euch da keine Gedanken mehr zu machen. Die seht ihr dann erst auf eurer Kabine wieder. Ja, noch ein letztes Wort zum Gepäck. Denkt bitte daran, dass alles, was ihr in den nächsten Stunden braucht, also sprich Pässe, Reiseunterlagen, Medikamente, Fotoapparate, Handys, Powerbanks und so weiter, also alles das, was ihr in der nächsten Zeit wirklich in der Hand haben wollt, das sollte definitiv im Handgepäck sein, weil das nehmt ihr auch mit zum nächsten Schritt ins Terminal. Ja, und im Terminal ist es dann so, dass die erste Station, die Covid-Station, ist zumindest jetzt noch. Das kann sich die nächsten Monate dann auch wieder in Wohlgefallen auflösen, aber aktuell ist es noch so. Und das ist dann die Station, wo man entweder euer Testergebnis, sofern das notwendig ist, kontrolliert oder aber euren Impfstatus über die CovPass-App. Ja, je nachdem. Das ist jedenfalls so die erste Hürde, über die ihr drüber müsst. Von daher empfiehlt es sich eben auch, diese Dokumente bereits griffbereit in der Hand zu haben. Ist das erledigt, geht es dann zum eigentlichen Check-in weiter. Auch hier empfiehlt es sich, die Dokumente bereits zur Hand zu haben. Hier braucht ihr vor allem euren Reisepass und eure Reiseunterlagen. Das ist sozusagen das eigentliche Einchecken ins Schiff. Oft wird dabei noch ein Foto von euch gemacht für die Bordkarte. Da ist es eben so, dass euer Gesicht digital hinterlegt ist, damit niemand, der eure Bordkarte an Bord findet, mit der man eben einkaufen gehen kann. Das heißt, die Crew sieht dann auch immer, welches Gesicht gehört zu der Bordkarte. Ja, das ist also auch ein Teil dieser Einschiffung und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft, denn dann geht es weiter zur Sicherheitskontrolle. Ja, und die ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem, was ihr vom Flughafen kennt. Ihr kennt ja diese großen Gepäckscanner, wo ihr im Sicherheitsbereich immer eure Taschen und so weiter auf das Band legt. Dann wird es ja durch diesen Scanner durchgefahren und geschaut, was drin ist. Genau solche Scanner gibt es da auch, ebenfalls solche Körperscanner, durch die ihr durchlaufen müsst, ja, wo es dann eben piept, wenn ihr euren Gürtel vergessen habt abzulegen und so weiter. Also das ist dann der nächste Schritt und dann seid ihr eigentlich schon fast an Bord. Ja, bevor es dann auf die eigentliche Gangway zum Schiff geht, wartet dann in der Regel noch die Fotostation der Schiffsfotografen auf euch. Da gibt es dann das berühmte Einschiffungsfoto, da ist oft ein schöner Fotohintergrund aufgespannt. Im Vordergrund steht dann meistens ein hölzernes Steuerrad, das ihr dann auch mal anfassen dürft. Ja, was ihr wissen müsst, wenn ihr euch da fotografieren lasst, verpflichtet euch nicht zum Kauf eines Fotos. Also das ist für euch mit keinerlei Kosten verbunden. Ihr könnt euch aber dafür nachher dann das Foto an Bord in der Fotogalerie anschauen. Wenn ihr es dann haben wollt, könnt ihr es natürlich kaufen. Wenn nicht, auch gut. Ja, und wenn ihr sagt, ich habe gar keine Lust drauf, mich fotografieren zu lassen, geht einfach mit einem freundlichen No Thank You dran vorbei. Und dann geht es auch schon auf die Gangway. Ja, und das ist dann der Moment, in dem ihr wirklich das Schiff betretet.
Oft ist es so, ihr kommt dann im Atrium an Bord, also sprich in der großen Haupthalle des Schiffes, bei den MSC-Neubauten mit der Innengalerie kommt ihr auf der Galeria dann zum Beispiel raus und da wird erstmal ein Heer von Mitarbeitern um euch rumwuseln, euch alles Mögliche empfehlen. Insbesondere werden da sehr gerne Getränkepakete und so weiter verkauft. Klar, ihr könnt euch das gerne anschauen, habt ihr im Vorfeld aber schon alles online gebucht, was ich euch auch empfehle, weil das letztendlich Kostenvorteile mit sich bringt. Dann reicht ein nettes Already Booked, ja, und ein Lächeln und dann geht ihr einfach weiter und habt die Station hinter euch. Ja, für Eltern mit Kindern gibt es dann eine besondere Station, wo ihr hin müsst. Das ist die vom Kids Club. Da bekommen eure Kinder dann das Kinderarmband für die Evakuierung im Notfall. Das ist also wichtig. Ja, da solltet ihr euch auf jeden Fall mal blicken lassen. Außerdem bekommt ihr da das Programm des Kids Clubs für die Reise ausgehändigt. Da könnt ihr schon mal schauen, was würde eure Kinder denn interessieren? Ja, wo würdet ihr sie gerne hinschicken? Worauf hätten sie Lust? Also da könnt ihr euch dann schon mal schlau machen. Ja, und wenn die Kabinen schon freigegeben sind, dann könnt ihr natürlich auch schon mal auf die Kabine gehen und euer Handgepäck dort ablegen. Ihr könnt euch die Kabine mal in Ruhe anschauen. Ihr könnt auch schon mal eure Bordkarten an euch nehmen, die in der Regel an der Kabinentür oder in der Kabine auf euch warten. Ja, ihr Lieben, und dann habt ihr nur noch einen einzigen Pflichttermin an diesem Tag, nämlich die Seenotrettungsübung. Ja, und die ist tatsächlich auch für jeden Passagier verpflichtend. Abhängig von Reederei und Schiff kommt ihr mit oder ohne Rettungsweste zu eurer Musterstation. Die Musterstation findet ihr auf eurer Bordkarte vermerkt. Die hat in der Regel einen Buchstaben, also zum Beispiel Musterstation A oder Musterstation E. Und diese Musterstation sucht ihr auf. Die sind auch auf den Decksplänen der Schiffe wunderbar erkennbar. Falls ihr euch gar nicht zurechtfindet, fragt einfach die Crew. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr eure Bordkarte dabei habt. Mit der und je nach Schiff und Reederei auch Rettungsweste begebt ihr euch dann eben zu eurer Musterstation. Da wird ein Crewmitglied auf euch warten und eure Bordkarte scannen. Und das ist dann auch der Beleg dafür, dass ihr an dieser Seenotrettungsübung teilgenommen habt. Früher war das eine sehr aufwendige Sache. Da mussten die Passagiere dann stellenweise einige Minuten, manchmal sogar ein, zwei Stunden an Deck stehen, bis auch der Letzte sich dann mal zu dieser Rettungsübung gesellt hatte. Ja, heute ist das nicht mehr so. Da hat Corona tatsächlich mal etwas Gutes bewirkt. Heute laufen diese Seenotrettungsübungen meistens in Kleingruppen ab. Das heißt, wenn so 5, 6, 8 Passagiere zusammen sind, beginnt ein Crewmitglied mit euch dann eure Einweisung. Ja, und das ist eigentlich auch ganz schnell erklärt, denn letzten Endes geht es da vor allem darum, wie das Notsignal lautet, wie es klingt, ja, auf was ihr achten müsst an Bord, falls mal ein Notfall passieren sollte. Dann wird euch mal gezeigt, wie man so eine Rettungsweste richtig anlegt. Wer möchte, darf das meistens auch dann mal selber ausprobieren an so einer Station, was wir euch auf jeden Fall als Erstkreuzfahrer empfehlen würden. Ja, und dann gibt es noch ein paar allgemeine Ansagen zum Thema Sicherheit an Bord, also Feuer, Rauchen, solche Dinge eben, die gefährlich auf dem Schiff sind. Ja, das Ganze geht in der Regel 5 bis 10 Minuten und dann habt ihr es geschafft. Damit ist eure Einschiffung dann auch beendet und ihr habt tatsächlich Urlaub. Ja, ihr Lieben, und das wär's dann auch schon gewesen mit unseren Tipps und Tricks für eine reibungslose Einschiffung. Wir hoffen, das war für euch interessant und nützlich. Wenn dem so war, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Da haben wir unter anderem auf den Hafenseiten unserer Website wertvolle Infos für euch zu Hotels, für die Vorübernachtung, zu Transfers und so weiter. Da könnt ihr euch also auch mal gerne einlesen und vielleicht schon euer Hotel für die Vorübernachtung buchen, damit ihr eine sehr entspannte Einschiffung erleben könnt. Ja, ihr Lieben, und zum Schluss hätte ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar wisst ihr ja, dass wir unsere Reisen für euch sozusagen mit einer kleinen Live-Berichterstattung immer auf der Community-Seite von YouTube begleiten. Es gab von eurer Seite viele Wünsche, das wieder über Instagram zu machen. Und das werden wir ab der nächsten Reise jetzt mal testweise tun. Das heißt, wir blenden euch jetzt gleich noch den Link ein zu unserem Instagram-Kanal und dort findet ihr dann ab dem 28.10. unsere Live-Berichterstattung zur Reise mit MSC Grandiosa durchs Mittelmeer. Nächste Woche geht's los. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort wieder mit dabei wärt und Vlogs zu dieser Reise wird es natürlich auch wieder geben. Ja, bis dahin sage ich macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsichtig.